Das Jahr beginnt und jeder hat seine bestimmten Vorsätze für die kommenden Wochen. Die einen halten daran fest, die anderen lassen ihre Pläne bereits nach einer Woche fallen. Zu schwer, zu kompliziert, zu utopisch, das wird eh nichts, damit werde ich keinen Erfolg haben. Keine Zeit, keine Lust, keine Motivation. Die meisten Menschen glauben, dass erfolgreiche Menschen einfach einen unfairen Vorteil haben. Sie flüchten sich in Ausreden für sich und andere, warum manche Menschen einfach erfolgreicher sind. Erfolgreiche Menschen haben eine andere Genetik. Sie haben bessere Beziehungen, sie haben irgendwie das System ausgetrickst oder spielen mit gezinkten Karten. Oder sprich und einfach von vornherein mehr Geld, mehr Förderer, um sich auf ihre Träume und ihren Erfolg zu konzentrieren. Sie brauchen nicht für ihren Erfolg zu arbeiten. Das fällt ihnen einfach so zu. Also werden die eigenen Träume schnell in Schubladen gesteckt und vergessen. Stattdessen leben wir ein Leben, in das wir hineingedrängt wurden. Ein Leben, das nicht das unsere ist. Und wer ist daran schuld? Die anderen. Das System. Wir nicht. Wir sind die Opfer. Egal, wie viele Ausreden du dir einfallen lässt, egal, wie plausibel deine Entschuldigungen klingen, sie werden dich keinen Schritt weiterbringen. Niemals. Im besten Fall beruhigen sie dich vielleicht ganz kurz und dein Gewissen. Aber zum Schluss interessiert es niemanden, warum du es nicht geschafft hast. Irgendwann willst du deine eigenen Ausreden einfach nicht mehr hören. Du musst niemandem etwas beweisen. Aber wenn du dir Ziele setzt und am Ende in den Spiegel schaust, dann zählen am Ende nur deine eigenen Ergebnisse. Und ob du zufrieden bist mit dem, was du bisher erreicht hast. Kannst du in dein eigenes Spiegelbild schauen und sagen, ich habe diesmal alles gegeben? Und natürlich, du kannst scheitern. Aber zumindest musst du dein Bestes gegeben haben. Sonst wird es schwierig, jemals glücklich zu werden. Verlieren ist keine Schande, solange du selber immer alles gegeben hast. Irgendwo da draußen wird es immer jemanden geben, der etwas besser kann als du. Was zählt, bist du allein. Ich habe mittlerweile so viele Storys gehört, gelesen, über Leute, die bald loslegen und demnächst das große Ding drehen. Aber in 99% der Fälle ist alles nur sinnloses Geschwätz. Laberei, die keinen am Ende weiterbringt oder interessiert. Du könntest dies tun, du könntest das tun, aber was wirklich zählt, ist die Frage, was bist du bereit zu tun? Noch schlimmer sind Menschen, die immer nur jammern und sich beschweren. Über ihr Leben, über ihre Situation, sie sind nie zufrieden. Aber was tun sie, um die Situation zu ändern? Nichts. Sie reden nur und tun nichts. Eben diese Leute werden niemals etwas ändern. Eben diese Leute sind es auch, die dir einreden wollen, das Leben sei halt so und man könne nichts ändern. Eines stimmt, das Leben da draußen ist knallhart und erscheint uns mehr als nur einmal im Leben sehr unfair. Aber gleichzeitig ist das Leben auch verdammt kurz. Zu schnell ist es vorbei und du sitzt alleine da und machst dir Vorwürfe. Ach, hätte ich einfach nur damals anders entschieden. Hätte ich mich doch mal getraut, was anderes zu tun. Ich wollte und will, dass genau das niemals passiert. Hör auf zu reden. Hör auf, dich zu beschweren. Denn deine Zeit läuft. Jammern ist mit Abstand das Dümmste, was du jetzt tun kannst. Sich einzureden, dass es irgendwann einen günstigeren Zeitpunkt gibt, das kostet Zeit. Und bringt dir gar nichts. Es wird niemals einfacher. Nicht morgen, nächste Woche, niemals. Nach meinen eigenen Erfahrungen gilt, je mehr Zeit du dir lässt, je mehr Dinge du aufschiebst, desto schwieriger wird's. Je länger du wartest, desto mehr redest du dir Entschuldigungen ein, desto mehr schädigst du deinen Verstand mit negativen Gedanken. Je länger wir uns etwas einreden, desto mehr glauben wir das am Ende wirklich. Wenn du zögerst und deine Träume aufschiebst, wirst du sie niemals verfolgen. Und dann gibst du deine Träume irgendwann auf. Eben dann sitzt du eines Tages da und machst dir Vorwürfe. Die meisten glauben, sie hätten keine Zeit für ihre Träume. Wo bitte soll ich die Zeit hernehmen? Aber wenn du jetzt sagst, du hast keine Zeit, dann hast du keine Zeit für dein Leben. Wie oft hast du zum Beispiel schon Zeit sinnlos vor dem Fernseher verschwendet? Tu dir doch selbst einen Gefallen. Wenn du das nächste Mal merkst, dass du deine Zeit sinnlos verschwendest, dann halte an. Dann ändere was. Wichtig ist, deine Zeit bewusst und richtig zu nutzen. Denn jeder von uns hat nur 24 Stunden pro Tag. Und das hat rein gar nichts mit Genetik, Beziehungen oder Geld zu tun. Verschwende nicht deine Zeit. Jede Sekunde ist wertvoll. Es wird nicht einfacher. Zum Schluss zählst nur du. Also fang an. Laber nicht. Mach.